Vielen Städten wird ja vorgeworfen, dass sie nichts für ihre Stadtentwicklung tun würden. Das kann man der Stadt Memmingen nicht vorwerfen. Die planen und arbeiten aktuell nämlich ganz viel in der Stadt. Aber eigentlich wird auch nicht so viel umgesetzt, wenn man sich zum Beispiel die Lage rund ums Bahnhofsareal oder auch die IKEA-Möbelhaus-Situation genauer anschaut. Aber ob die Stadt wirklich so auf der Stelle tritt, das sehen Sie jetzt in Ihrem Magazin aus dem Unterallgäu und Memmingen. Die kreisfreie Stadt Memmingen liegt am Rande des Allgäus, ist aber eine zentrale und wichtige Stadt für die Region. Der Grund dafür sind der Flughafen, die Industrie, aber auch die Altstadt. Doch obwohl diese Bereiche so wichtig sind, wurden einige von ihnen vernachlässigt, wie zum Beispiel das Bahnhofsareal. Nach langer Planung für die Umgestaltung hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die das Projekt mit einem Bürgerbegehren verhindern konnte. Zahlreiche Bürger waren mit dem geplanten Supermarkt und der Anzahl der Wohnungen nicht zufrieden. Bisher ist scheinbar seitdem nichts passiert. Bei vielen erweckt das den Anschein, dass die Stadt auf der Stelle tritt. Kommt wenig raus und tut sich sehr wenig. Ja. Und Memmingen ist ja irgendwie abgehängt worden im Vergleich zu anderen Städten in der Umgebung, finde ich. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich die Stadt da vielleicht selbst abhängt? Ja. Ja. Weil die Stadt meint, es wird in der Stadt weniger, aber das ist nicht so. Die Stadt macht vieles selber kaputt. Es fängt schon mit den Parkplätzen an, wenn du 3 Minuten drüber bist, hast du einen Strafzettel. Es fängt so an, wo viele Leute sagen, du, dann geh außerhalb, da zahle ich nichts. So Kleinigkeiten einfach. Würde ich jetzt so nicht sagen. Es tut sich dann doch immer mal wieder was, aber viele Versprechen werden natürlich auch nicht eingehalten, das muss man schon sagen. Also ich weiß nicht, ob das nur an der Stadt Memmingen liegt. Ich denke, da haben einfach andere Obrigkeiten vielleicht mehr das Sagen und dann wird einfach darüber abgestimmt, ohne dass vielleicht auch die Memminger Bürger darüber abstimmen konnten oder können. Also manchmal schade eigentlich, dass so wenig abgestimmt wird. Schade, dass so viel versprochen wird, aber ob das eigentlich nur an Memmingen liegt, glaube ich, ist nicht der Fall. Wir waren bei Oberbürgermeister Manfred Schilder und haben ihn gefragt, wie es um das Bahnhofsareal steht. In Memmingen wurde ja jetzt einiges geplant, aber nicht umgesetzt. Und da hieß es dann in der Presse, dass die Stadt auf der Stelle treten würde. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Ja, mag sein, dass da vielleicht der Eindruck entsteht bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil doch einige Maßnahmen, die wir angestoßen haben, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit und auch nicht gleich aus dem Stand heraus umgesetzt werden konnten. Aber wir sind auf dem Weg, Dinge umzusetzen. Manches dauert vielleicht ein bisschen länger, als sich das die Bürgerinnen und Bürger vorstellen können. Inwiefern entwickelt sich denn die Stadt im Moment doch weiter? Also wir haben einen deutlichen Zuwachs, was die Zahl unserer Bürgerinnen und Bürger anbelangt, mit auch allen Konsequenzen, die das nach sich zieht, so positiv das in der Grundsatzbewertung ist, bleiben doch Herausforderungen, insbesondere was das Thema Wohnraum anbelangt. Dort haben wir viele Aufgaben, auch was das Thema Verkehr anbelangt. Das stellt uns vor große Aufgaben. Aber insgesamt entwickelt sich die Stadt weiter, auch was die Zahl der Arbeitsplätze anbelangt, haben wir uns weiterentwickelt. Und ich glaube, sagen zu dürfen, wir sind eine prosperierende Stadt. Großes Diskussionsthema immer noch ist ja das Bahnhofsareal. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Also wir haben jetzt nach dem Bürgerentscheid, der im Mai 2019 dieses Projekt, das wir bis dato aufgesetzt hatten, zum Scheitern brachte, uns mit Planern zusammengesetzt. Wir haben uns intern einen Kopf gemacht und wir werden jetzt in eine große Bürgerbeteiligung gehen. Das war ja mit einer der Kritikpunkte, dass die Bürger zu wenig mitgenommen worden sind. Am 6. November findet eine große Bürgerwerkstatt explizit zum Thema Bahnhofsareal statt, wo wir mal die Ideen der Bürger abholen wollen, wo wir mit den Bürgern auch ins Gespräch kommen wollen, wo wir auch mal unsere Vorstellungen artikulieren wollen. Auch wir wollten mit den Menschen ins Gespräch kommen und haben mal nachgefragt, was sie von der aktuellen Situation rund um das Bahnhofsareal halten. Ich finde gut, dass nichts passiert. Da müsste sich ja wirklich was rühren. Schauen Sie doch vor, im Bahnhof, wie es ausschaut. Also ich wünsche mir, dass in Zukunft da wirklich was passiert. Es ist schade, dass das, was geplant war, nicht umgesetzt wird. Aber ich hoffe, dass die dementsprechenden Parteien sich zusammensetzen und nicht erst in 10 Jahren was machen, sondern relativ schnell. Ja, ziemlich blöd eigentlich. Man hofft natürlich immer, dass sich was tut, aber für mich zeichnet sich da jetzt irgendwie auch kein Ergebnis ab. Also es ist schade natürlich. Ja, schade, dass eigentlich nichts mehr passiert. Soll eigentlich schon was vorwärts gehen. Aber ich finde auch richtig, dass man die Bürger beteiligt. Und vor allem finde ich es auch gut, dass eben die Bürger jetzt mitreden können, dass mehr Wohnungen entstehen und nicht nur irgendwelche Großinvestoren von auswärts das Areal bebauen. Der Versprechungen immer und dann passiert nichts. Ich sehe das ganz schlecht, weil das jetzt mittlerweile so ist, dass wahrscheinlich dieses schmutzige Loch die nächsten 10 Jahre noch so weitergehen wird, weil gar keine Investoren da sind. Die Reaktion
sind ja eigentlich relativ gespalten in der Stadt. Manche sind ja dafür, dass das Bahnhofsareal so geändert werden sollte, wie es geplant war, und manche dagegen. Glauben Sie, dass man das da überhaupt jedem recht machen kann? Jedem recht getan ist eine Kunst, die keiner kann, sagt der Volksmund. Ich glaube, wir werden immer unterschiedliche Vorstellungen haben. Es bleibt nicht aus und liegt in der Natur der Sache, dass insbesondere was das Thema Ästhetik, also die Architektur anbelangt, auch unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen da sind. Der eine, der eher vielleicht an dem Traditionellen festhalten möchte, und der andere, der eher etwas moderner das gestalten möchte. Und da prallen unterschiedliche Interessen aufeinander. Aber ich glaube, in der Summe ist schon festzustellen, dass wir dort was tun müssen, weil dieses Gelände als Eingangstor in die Altstadt hinein nicht attraktiv ist. Viele sagen ja oder behaupten, es könnte jetzt 10 Jahre dauern, bis wirklich was umgesetzt wird. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Gut, ob es jetzt wirklich 10 Jahre dauert, wage ich jetzt nicht zu bewerten. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass wir das auch schneller hinkriegen können. Was allerdings unbestritten ist, wir werden in einen Wettbewerb gehen. Wir werden auch Architekten fragen, wie sie sich das vorstellen. Die Idee, die wir jetzt haben mit der Bürgerbeteiligung, ist es auch eine Grundlage für einen solchen Wettbewerb zu schaffen. Ob das dann ein städtebaulicher Wettbewerb oder ein Architektenwettbewerb wird, das wird man sehen. Aber ich glaube, dass dieses Areal zu wertvoll ist, als dass man das nicht mitnimmt, was da an Expertise auch von außen mit dazu beigetragen werden kann. Für das Bahnhofsareal wird es also im Laufe des Jahres weitergehen. Ein Projekt, das in Memmingen aber definitiv ins Wasser gefallen ist, ist die Errichtung eines IKEA-Möbelhauses. Memmingen wäre die kleinste deutsche Kommune mit einer Filiale des schwedischen Möbelhauses gewesen. Großer Aufreger war ja auch, dass IKEA dann doch nicht nach Memmingen gekommen ist. Können Sie da einmal genauer erklären, warum eigentlich? Es gab von Anfang an eine Diskussion in der Frage, in welchem Umfang kommt IKEA. Diese Diskussion bezog sich weniger auf das Einrichtungshaus, das IKEA geplant hat, als vielmehr auf das begleitende Fachmarktzentrum. Dort gab es eine Kollision mit den Überlegungen, die die Stadt in Hinsicht der Ansiedlung von bestimmten Gewerben in der Innenstadt und in der Peripherie hat, die sogenannte Memminger Liste, die dort auch zugrunde liegt. Und da war eine Diskussion nötig, die wir mit IKEA auch geführt haben, die auch sehr konstruktiv war im Übrigen, in der Frage, was siedeln wir dort draußen an, was wollen wir als Stadt zulassen, was erwartet IKEA. Wir haben uns am Ende geeinigt in einer, wie ich meine, relativ kurzen Zeit. Das wurde uns auch von IKEA so bestätigt. Wir haben alle rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Wir haben einen städtebaulichen Vertrag mit IKEA geschlossen. Und dann kam für uns sehr überraschend plötzlich die Aussage von IKEA, wir überdenken unser Vertriebskonzept. Das betraf nicht nur Memmingen, sondern weltweit. IKEA hat sämtliche bisherigen Erfahrungen in Frage gestellt. Ist es richtig, einen stationären Handel so zu betreiben, wie wir ihn über viele Jahre sehr erfolgreich betrieben haben? Oder müssen wir einen anderen Weg gehen? Man hat sich da bis dato ein bisschen davor gescheut, nicht zuletzt auch, weil der Firmengründer in hohem Alter im Übrigen ein vehementer Verfechter dieses Konzeptes war und man da sich gescheut hat, gegen diesen Firmengründer anzugehen. Als der Firmengründer aber dann verstorben ist, war man wohl im Hause IKEA so, dass man gesagt hat, jetzt überprüfen wir unsere Vertriebsstrategie. Und man hat gemerkt, dass andere Vertriebswege, insbesondere über das Internet, erfolgreich sind, auch im Möbelhandel im Übrigen, und man in diesem Sektor noch relativ unbedarft ist. IKEA hatte und hat, glaube ich, nach wie vor nicht einen breiten Internetauftritt, sodass da Online-Shops gibt, in denen man dann auch Läden entsprechendes Mobiliar kaufen kann, die man vielleicht auch irgendwo in einem kleinen Laden sich mal anschauen kann. Und das war der Grund, warum IKEA dann gesagt hat, wir überplanen unsere Überlegungen hinsichtlich des Standortes in Memmingen. Wir gehen nochmal in uns und überplanen das. Da haben sie sich relativ lang Zeit gelassen. Es ging ein gutes Jahr etwa, bis dann eine klare Aussage von IKEA kam, nein, das machen wir nicht. Seitens der Stadt wird es sehr bedauert, dass IKEA sich nicht in Memmingen ansiedeln konnte. Das Grundstück ist aber immer noch im Besitz von IKEA und die haben dafür keinen Bedarf mehr, weshalb die Stadt Memmingen einen Rückkauf anstrebt. Aber bedauern die Memminger das geplatzte Projekt auch so wie die Stadt? IKEA hat so viel Platz von Memmingen weggenommen, gell? Und selbst anderweitig brauchen wir den Platz für Gewerbeansiedlung oder sonstige Sachen. Also das mit dem IKEA finde ich sehr schade, weil es einfach eine gute
Also gerade weil sie von Kempten, Lindau alle herkommen, da wäre Memmingen eigentlich eine gute Anlaufstelle. Fand ich auch sehr, sehr schade. Ich habe das Gefühl, dass die Stadt Memmingen, und damit meine ich jetzt die Politiker, dass die das totgeredet haben. Ja, es steht richtig. Auf die IKEA haben wir uns eigentlich schon gefreut. Also ich finde ehrlich gesagt gut, dass IKEA nicht kommt, weil ich denke, Memmingen braucht IKEA nicht und hätte ein riesen Verkehrschaos verursacht. Gerade am Autobahnkreuz, da gibt es eh schon mehr als genug Verkehr. Und ich denke, die Fläche kann man anders sinnvoller nutzen. Weil IKEA ist jetzt wo ist jetzt der nächste? In Ulm. Ich weiß nicht, ob das jetzt rentiert. Das sind eine halbe Stunde Autofahrt und dann nochmal ein IKEA hier. Ja, ich würde sagen, man hat sich darauf gefreut eigentlich, dass der IKEA nach Memmingen kommt. Und doch der schon angepriesen wurde. Jeder hat sich darauf gefreut und dann irgendwie wurde nichts mehr gesagt, wurde nichts mehr unternommen. Und dann hieß es, es kommt doch nicht. IKEA hat sich anders entschieden. IKEA wäre auf jeden Fall eine Bereicherung gewesen. Es bringt Arbeitsplätze, es bringt die ganze alles. Es bringt Leute, ja nicht nur in IKEA, es bringt ja überall Leute. Ein beliebter Treffpunkt, gerade für Familien, sind Hallen und Freibäder. Doch auch das ist ein Problemthema in Memmingen, da die Bäder sanierungsbedürftig seien. Die Stadt verspreche seit Jahren, sich dem Projekt anzunehmen. Bis jetzt sei aber nichts passiert. Harte Vorwürfe seitens der Bürger. OB Manfred Schilder hat auch hier erklärt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Also der Stadtrat hat bereits vor über 10 Jahren einen Beschluss gefasst, ein neues Bad zu bauen. Dieser Beschluss hat nach wie vor Gültigkeit. Wir haben allerdings in der Zwischenzeit Entwicklungen gehabt, die uns daran gehindert haben. Ich darf an die Wirtschaftskrise erinnern, 2008, 2009. Wir haben zwei Realschulen gebaut mit einem sehr großen Kostenaufwand von über 40 Millionen Euro. Und nachdem wir den Euro bloß einmal ausgeben konnten oder können, ist das Thema Bäder und Neubau eines Kombibades etwas ins Hintertreffen geraten. Ich habe das jetzt wieder aufgegriffen. Wir haben uns an die Planungen von damals erinnert. Da gab es einen Wettbewerb. Wir haben sind an den Sieger damals, an den Architekten herangetreten. Der hat diese Planung weiterentwickelt. Es liegt ein konkreter Plan auf dem Tisch, der allerdings, das gebe ich offen zu, schon uns an die Grenzen auch des Machbaren bringt, was das Thema Finanzierung anbelangt. Und von daher war jetzt meine Absicht zu sagen, wir entscheiden jetzt mal grundsätzlich, halten wir an diesem Beschluss fest, wir wollen einen Neubau oder gehen wir eher den Weg in die Richtung der Sanierung, den ich persönlich für falsch erachte. Ich halte einen Neubau für zielführender und notwendig, als in eine Sanierung viel Geld auszugeben. Leider hat der Stadtrat dem jetzt nicht gefolgt. Wir haben eine Mehrheit für ein Überprüfen der aktuellen Planung nochmal. Das haben wir jetzt auch angeleiert. Ich gehe davon aus, dass wir das bis Ende des Jahres auch fertigstellen werden, sodass wir dann noch vor Weihnachten wirklich eine Entscheidung treffen können. Gehen wir den Weg in den Neubau? Und da bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingt. Das Thema Bäder ist also nicht vom Tisch, auch wenn lange nicht darüber gesprochen wurde. Und auch für das Bahnhofsareal wird es ab dem 6. November offiziell gemeinsam mit den Bürgern weitergehen. Hier scheint die Stadt aus Fehlern gelernt zu haben und nicht auf der Stelle zu treten. Aus Fehlern lernen ist hier das richtige Stichwort, findet Manfred Schilder. Denn diese Erfahrungen werden in Zukunft mit Sicherheit in die neuen Projekte einfließen.